Julius Caesar, einer der bekanntesten Herrscher in der menschlichen Geschichte, ein Politiker, ein Feldherr und später der mächtigste Mann Roms. Gaius Julius Caesar, bekannt für seine Regentschaft über Rom, den berühmten Satz Veni Vidi Vici, was heißt, ich kam, ich sah, ich siegte, und durch seine Ermordung. Julius Caesar wurde 100 vor Christus geboren und starb 44 vor Christus. In seiner Lebenszeit war er Feldherr, Alleinherrscher und Eroberer Galliens. Auch wenn eine bestimmte Comicserie was anderes sagen will, durch seine Rolle als Feldherr und seine zahlreichen Eroberungen hat er eine große Machtrolle innerhalb der Römischen Republik, wobei er anfangs seine Macht mit zwei Staatsmännern geteilt hat, Pompeius und Crassus. Als Crassus aber starb, wurden Pompeius und Caesar aufgrund ihrer Rivalität verfeindet und ein Bürgerkrieg brach aus. Caesar gewann und Pompeius wurde von den römischen Offizieren und ägyptischen Helfershelfern ermordet. Cicero schrieb über den Tod von Pompeius, dass Rom einen integren, flecklosen und bedeutenden Mann verloren hatte. Caesar nannte sich hier nach selbst zum Alleinherrscher auf Lebenszeit. Während Caesars Regentschaft ging er eines Tages nach Alexandria, um Geld einzutreiben, wo er die ägyptische Königin Kleopatra traf. Die beiden werden ein Liebespaar und sie bittet Caesar, ihr im Krieg gegen ihr Bruder zu helfen. Caesar hatte einige Feinde durch seine Ernennung zum Alleinherrscher. So kam es im Jahr 44 vor Christus zur Ermordung von Gaius Julius Caesar. Sein vertrauter Brutus lockte ihn zu einer Sitzung der Senatoren, wo die wichtigsten Politiker des Römischen Reiches sich verschworen hatten, Caesar zu töten. Sie umstellten Caesar und ermordeten ihn mit 23 Dolchstichen. Und Caesar schrie, auch du Brutus, bevor er tot zusammenbrach. Schon nach kurzer Zeit wandte sich die öffentliche Meinung gegen die Mörder. Und sie wurden geächtet und in einen gnadenlosen Rachefeldzug einer nach dem anderen hingerichtet.